This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, ich wollte mich gerade mal kurz auf den Weg machen und euch zeigen, wo der Rokospotluck in Würzburg stattfindet, damit ihr das auch alle findet. Und zwar findet er am Main statt nämlich. Und es ist wirklich wunderschön, wenn das Wetter gut ist. Ihr könnt sogar in den Main reinspringen, wenn ihr Lust habt. Könnt euch Badesachen mitnehmen. Und ja, die Veranstaltung vom Potluck verlinke ich nochmal unter dem Video. Da könnt ihr einfach noch ganzen weiteren Infos nachschauen. Es ist eben einfach ein Rohkosttreffen. Bringt einfach nur Früchte mit. Es geht mehr um den Austausch. Jeder bringt sich was mit. Könnt auch irgendwas anderes mitbringen. Und man kann einfach quatschen, sich kennenlernen, schöne Zeit haben. Genau. Und jetzt zeige ich mal, wo das ist. Macht's gut, Leute. Ciao. Hi Leute, ich wollte euch hier mal gerade kurz zeigen, wenn ihr zum Potluck kommt, dann kommt ihr hier oben von der Bundesstraße hier runter, direkt, und dann fahrt ihr durch diese Brücke hier und dann ist da die TGW Würzburg, Turn- und Sportgemeinschaft, und oder Fegrube auch genannt, und dann lauft ihr den Weg hier rechts runter bei den Containern. Also ihr lauft hier dann runter. Jo, und dann lauft ihr hier immer geradeaus, bis ihr da unten zum Main kommt. Genau, und normalerweise sind hier auch genug Parkplätze. Die sind nur gerade voll, weil da auch eine Schule ist und gerade Schulzeiten sind, Berufsschule. Ja, und dann kommt ihr hier, wenn ihr hier gerade ausgelaufen seid, dauert eigentlich nur ein, zwei Minuten, dann kommt ihr hier unten an Main, den Radweg, und wenn ihr hier gerade ausschaut, da unten, wo jetzt die Leute sitzen, da treffen wir uns dann direkt bei diesem kleinen Pfosten da. Jo.